Fakt ist auf jeden Fall, ich habe jetzt mich so ein bisschen offline mit der PlayStation beschäftigt und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Es sind ja auch ein paar negative Stimmen zu hören gewesen und es gibt auch das ein oder andere negative zu berichten, das gucken wir uns aber dann noch, also noch zusammen an. Aber es ist alles in allem bisher unfassbar, was diese Konsole für eine Power hat. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und deswegen würde ich jetzt auch mal gleich reinstarten ins erste Game mit euch. Ja, ich mache hier mal die Musik aus, gar kein Problem. Denn ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt, die mir mal so eingefallen ist, um vielleicht noch das Gefühl noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und zwar ist ein Titel rausgekommen, den hatte ich mir gekauft. Als ich die PlayStation, also am Release, war ich schnell noch in einem Elektrofachmarkt und habe mir da was gekauft. Und ich muss sagen, das Spiel hat Jessie. Und da muss ich sagen, das macht sie eigentlich sonst nie. Da bin ich selber ein bisschen überrascht. Jessie hat das Spiel schon durch. Die ist halt lecko funny. Die ist richtig auf das Spiel abgegangen. Und ja, ihr habt richtig geraten, es handelt sich dabei um Spider-Man. Ja, ich habe mir das Spiel wegen, also dank euch, noch nicht so ganz richtig angeguckt. Weil ich dann mit euch zusammen ein bisschen erfahren würde. Ein bisschen habe ich schon gesehen davon und ich muss auch wirklich sagen, heilige Scheiße, was geht da bitte ab? Ich habe in meinem ganzen Leben gefühlt noch niemals 60 Frames erlebt, wo ich dieses Spiel auf der Konsole hier gespielt habe. Bevor wir aber Miles Morales reinstarten, ich sage euch gleich, wir werden nicht am Anfang anfangen, sondern wir haben schon ein Stück weit gespielt. Das heißt, ich dachte mir halt hier mal bei den anderen Spielen teilweise auch, ich dachte für meinen Teil, es ist interessanter für euch, wenn man dann so ein bisschen Gameplay abseits vom Tutorial zeichnen, weil man ja immer bei allen nur den Anfang sieht. Bevor ich das aber mache, möchte ich gerne mit euch noch was anderes gucken. Und zwar möchte ich hier reingucken, weil ich habe Spider-Man seit Ewigkeiten auf der PS4 schon gehabt. Ich bin aber aus irgendeinem Grund niemals dran, ich habe es einfach nie hingekriegt. Ne? Ihr seht hier vielleicht auch noch den einen oder anderen Titel, den ich den ihr bei mir noch nie gesehen habt. Das liegt daran, ich bin nie dazu gekommen. Da war ja so ein Gewusel letztes Jahr, beziehungsweise vorletztes Jahr. Und letztes Jahr waren ja komplett RIP bei mir. Deswegen würde ich ganz gerne folgenden Plan mit euch heute verfolgen. Ich möchte verschiedene Spiele mit euch angucken. Es wird nicht dabei bleiben. Ich möchte aber mit euch reinstarten mit Spider-Man für die PlayStation 4. Ja, einfach mal ein bisschen was zocken, ja, dann sehen wir da den Anfang und so weiter, wie das Spiel sich verhält und so weiter. Und dann möchte ich irgendwann so, zack, auf Miles Morales wechseln und mit euch zusammen den Unterschied einfach sehen. Weil es ist, glaube ich, ein krasser Unterschied. Und dann kann man einmal vielleicht sogar so ein bisschen sehen, PlayStation 4, PlayStation 5, damit ihr so versteht, wo so der Qualitätsunterschied vielleicht am Ende ist. Dann habe ich halt noch andere Titel wie COD, das neue. Ich habe Demon's Souls. Ich habe mir immer Dreams besorgt für die PlayStation. Das sah auch ganz interessant aus. Können wir mal angucken. Dann habe ich hier auch noch immer noch Gran Turismo. Das mal ein Rennspiel können wir uns mal angucken. Und was wollte ich noch mal? Hier God of War. God of War habe ich auch schon ewig vor mir mal anzugucken. Aber wie gesagt, wir starten jetzt mal mit Spider-Man rein. Und das werdet ihr vielleicht noch kennen. Ja, wir werden das auch nicht lange spielen, wie gesagt. Den ersten Teil gucken wir uns mal grob einfach an, um ins Gefühl reinzukommen. Ding, ding, ding. Hört ihr noch was? Ist der Sound gut? Is it good for you? In Somiac. Ich hab auch so Bock. So Bock auf Ratchet & Clank, Leute. Ich hab so Bock auf Ratchet & Clank. Ein bisschen laut. Ja, laut. Laut schmaut. Ich halte mein Auge hier. So. Da ist er. Ach ja, das geht aber. Das ist doch schon ganz schick eigentlich, ne? Das ist ja ein Spiel, was ja zum Ende der PS4-Ära noch rausgekommen ist. Wir starten mal in ein neues Spiel rein. Ich habe das hier tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich gehe mal auf freundschaftlich, weil im Gegensatz zu Jessie habe ich, wie gesagt, noch nicht viel gemacht. Barrierefreiheit oben, unten umgehen. Heimkrieger ist okay. Machen wir mal. So. Und für die erste Cutscene lasse ich die Lautstärke auch so und drehe meinen Mikro leiser. Damit ich wieder die Experience haben, Leute. Hmm.
Alle Einheiten Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk. Jetzt gucken wir mal. Ich habe mal ein bisschen leiser gedreht gerade. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu leise. Okay. Alter, das ist... Also ich will nicht spoilern, ne? Aber der Unterschied ist richtig genau. Ich meine, das sieht ja... Drücke X, während du R2 gedrückt hältst, um zu springen und schneller zu werden. Okay, ja, da muss man erstmal reinkommen in die ganze Geschichte. Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk-Tower. Okay. Noch auf den Haftbefehl. Wie sieht das aus vom Sound her? Ist gut? Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Juri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Oh. Wie es aussieht, Schieß. Halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Okay. Also, was ich sagen muss... Ich hab damals Spider-Man 2 auf der PlayStation 2 gespielt. Und Junge, ich hab das so geliebt, ne? Allein hier durch die Stadt zu schwingen die ganze Zeit, das ist, so. Seid ihr euch sicher, dass das echt zu leise ist? Ich irgendwie, also auf meinen Ohren ist das sehr leise. Obwohl, ja, vom Ausschlag her passt das, ne? Oh, ja, tut mir leid, ja. Ich war gerade beschäftigt, persönliches Problem. Ich komme sofort, versprochen. Ich sollte das schnell erledigen und dann zu meiner echten Arbeit. Jawohl. Also das spielt übrigens nicht im MCU, wenn ich das richtig verstanden habe. So viel sei schon mal gesagt. Bei Miles Morales werden wir den Avengers Tower finden. So wie er auch im Film bekannt ist. Aber ich konnte da... Ich habe auch noch nicht viel von der Story gesehen. So, gucken wir mal. Für den Rambock. Oh, der Rambock. Dick und leise ist es schon hier ein bisschen, aber kann ich ja schon machen. Soll ja auch Spaß machen, deine Ohren. Weg! Uff. So, jetzt wird gefightet. Lust auf eine Portion Schmerzen zum Netzschlag. Okay, angreifen. Spinnsinn. Vorsicht, okay. Ich habe heute Lust, mich zu prügeln. Der nächste bitte. Auch meiner Meinung nach ein ziemlich geiles Kampfsystem in dem Spiel. Muss mal aufhören. Das sind Polizisten, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nee, sind keine Polizisten. Okay. Jetzt knallt ihr doch ab! Wow, Fisk hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Fertig hier. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Ich muss sagen, ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen die Batman-Spiele zum Vorbild genommen. Okay, weil Juri, das ist auch ziemlich geil gelöst da. Juri! Herr Sutkov, scheiße, wir müssen ihn. Scheiße, der Juri schon wieder da am Kackeier da. Oh, Mist. Ja, es gab theoretisch, hatte ich auch in der Hand, als ich im Laden stand, hierzu noch eine Remastered-Version. Also das heißt, die haben quasi dieses Spiel nochmal mit der Grafik und so weiter von dem Miles Morales-Spiel nochmal neu aufgelegt. Das gab es dann in der Limited oder Collector's Edition oder wie das heißt, ne? Diese Deluxe-Box da von dem Spiel gab es das dazu für 20 Euro mehr. Habe ich jetzt aber mal nicht gemacht, weil ich dachte, okay, das gibt das vielleicht irgendwie kostenlos dazu, wenn ich das schon habe, aber ist nicht der Fall. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja!
Dann mal los. Es ist soweit, Willy. Aber warte mal. Scheiße. Ich muss mal ganz, ganz kurz eine Sprachnotiz verschicken. Sekunde. Hallo. Hier ist eine automatische Ansage aus dem Büro. Bitte holen Sie die Katze aus dem Büro, sie möchte raus. Ich wiederhole, die Katze möchte raus. Dies ist kein Codewort, sondern so gemeint, wie ich es sage. Oder? Miau. Ja, die Katze möchte raus. Ist halt jedes Mal dasselbe mit Amy. Ne? Aber Amy war heute schon beim Tierarzt. Die darf heute alles. Hey, wo willst du denn hin? Ciao. Ich mach den Weg frei. Aber muss auch ganz ehrlich sagen, das ist halt auch schon eine ziemlich... Bau Fokus auf, indem du Gegner angreifst, bevor du mehr Schaden... Schlechte Nachrichten. Ihr schafft das nicht, Kumpel. Er wird alles vermasseln. Das ist aber schade. Wo habt ihr die schicken Kostüme her? Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Das ist doch nur einer. Nicht ausgeben. Kennt ihr das, Spider-Man? Hör auf zu schießen. Das ist für den Boss. So. Fokus, leiste voll. Nur zu Fokus, um dich zu heilen. Oh. Und wie? Also. Nice. Runter, runter, runter. Oh. Ich muss die Schützen ausschalten. Geht schon weiter. Wie komme ich denn da hoch eigentlich? Ach so. Das Geile ist, ich weiß nicht, ob das hier auch ist, aber bei Miles Morales können die sich auch alle gegenseitig erschießen. Scheiße. Da krieg ich doch ordentlich auf den Sack hier. Hau rein. Mr. Fisk. So. Ich glaub, das waren alle. Schön, ne? Haben wir geschafft. Los, los! Die Aufzüge sind abgeschaltet. Nehmt die Treppe. Schweinerei. Treppen laufen jetzt ich auch noch. Ich mag es lieber etwas direkter. Das ist korrekt. So, jetzt lernen wir klettern, oder wie? Nee. Ach du heilige Scheiße. Was kommt jetzt? Spider-Man, Status? Auf dem Weg nach oben. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihn dingfest machen wollen. Okay, auf in den Serverraum. So. May ruft an. Ich gehe besser ran. Hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollte nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt. Na klar. Hey, ich muss los. Okay. Feige, ich dich auch. So. Und das macht auch echt so Laune, ne? Also wirklich, ihr denkt jetzt wahrscheinlich so, oh, das sieht aber spaßig aus. Das ist bestimmt nicht mal, aber doch, das ist genauso spaßig, wie es aussieht. So, zack, zack. Nur das mit dem Luftkampf habe ich noch nicht so ganz jetzt. So. Säubere den... Hups. Den Finisher ausführen, indem du einen Gegner unmittelbar ausschalten kannst. Okay, so. Das war brutale... Brutalität. Oh, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Und tschüss. Versohlen! Aua. Aber ich bin sehr überrascht gerade, wie ähnlich die Spiele sich miteinander... Ich meine, klar, Miles Morales war ja ursprünglich nur als DLC gedacht und wurde dann nochmal weiter ausgedehnt.
Aber die sind sich so hart ähnlich, die Spiele, was schon ziemlich geil ist. Also jetzt vom Gameplay her an solches. Entschuldigung, dass ich das nicht bemerkt habe. Ich war gerade ein bisschen im Deep so. So, wir haben gerade da ein, zwei Soundprobleme. Es tut mir leid. So, machen wir mal. Irgendwie reinschleichen. Ah, da oben. Wie kommen wir hier rein? Wie da kommen ist wir hier? Da! Mein kleiner Privateingang. Jetzt ist das nämlich bei mir auch ein bisschen lauter. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Also das mit dem Anruf war sehr gut, lieber Viktor. Mein Handy liegt ja direkt vor mir. Wenn irgendwas ist, dann sag Bescheid. So, Lüftungsklappen, Takedown. Ciao, hau rein. Wenn sie so nichts ahnend sind. Lüftungsklappen, Takedown ist beste Takedown auf jeden Fall. Gib mir noch einen Klappi. Gib mir noch einen Klappi. Nee, ne? Okay, geht jetzt schon mal nicht weiter. Hier geht's noch weiter. Da ist er nochmal. Okay, ich glaube, ich muss hier runter. Hä? Oder habe ich mich jetzt hier verlaufen? Bin ich blöd? Oh ne, hier war ich noch nicht. Bin ich hier beim Support? Ich habe mein Passwort vergessen. Spider-Man! Hörst du nicht an die Konsole? Ach Scheiße, ist das bei euch auch komplett asynchron? Das soll natürlich nicht so sein. Und ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Ist das bei euch asynchron? Sag mal einmal kurz. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nur bei mir ist. Sicher? Muss die Konsole erreichen, bevor alles gelöscht ist. Okay, dann ist das nur bei mir. Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie feige. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammt! Brech die Tür auf! Sofort! Vollbracht! Okay. Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle. Und das ist deine Schuld. Es war ein weiter Weg, Fisk. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Er fängt es an. Tja, dann okay, mach dich besser halte bereit. Und dann eine Luftschleuder. Okay. Okay, okay. Ich hab grad ein bisschen Sorge, da das hier mit dem Sound immer noch nicht klappt. Das ist ein bisschen scheißig gerade. Juri, eine Explosion. Ich hab's gesehen. Fisk könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihn freie Bahn verschaffen. Okay. Tötet ihn, sonst tötet der Boss uns. Oh, das ist natürlich scheiße. Tut mir leid für dich. Das Ding ist halt, achtet auch mal bitte drauf, ob ihr zufällig zweimal denselben Ton ich glaub, hört. Das waren alle. Ganz genau hinhören, weil ich jetzt zweimal parallel dieselbe Audiospur laufen habe. Also irgendwie schon merkwürdig, weiß ich auch nicht. Der Weg ist frei, los! Hey Jungs, ich glaube Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheint festzusitzen. Kümmere dich um sie. Wir suchen die Bomben. Ist da jemand? Oh, los, alle weg! Raus! Das Gebäude. Raus! Raus! Yeah. Ich habe da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Schön, schön. 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 Leute? Ich ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Oh.
So. Oh, ja, das war nicht so schlau. Und welche Taste jetzt? Nochmal. Jetzt geh doch mal weg da. Mich. Schön. Ja, jetzt hau ab. Okay. Yippie, ich lebe. Yuppie, du. Erstmal ein Siegestänzchen. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Juri hat sie aber verändert. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich so. Fisk einen Heli ruft, können die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit... Wie gesagt, schreib mir einfach, wenn man mit dem Toni so stimmt, lieber Victor. Bei WhatsApp, dann sehe ich das, ne? Achso, hier geht's rein. Das ist ein kleines Sorgenkind hier gerade, ne? Ich möchte ja auch, dass ihr einen guten Erlebnis habt. Beim Stream und beim Video. Ich geh mal hier weiter gucken. Ist hier noch irgendwas? Zufällig. Nö. Verdammt. Juri, schick die Sanitäter. Schnell! Ich versuch's. Voll angepisst. Ich versuch's. Sind das nicht Sanitäter? Ah, ne, jetzt sind Polizisten. Jetzt hört mal auf zu schießen hier. Schießspiel! Finger zwei Tonspuren. Okay, dann mache ich jetzt mal die hier wieder aus. Ist sie hört? Habt ihr jetzt noch Sound? Ich muss jetzt hier parallel die Welt retten und den Sound richtig einstellen. Jetzt ist Schluss. Mehr Raketen? Sound ist da. Okay. Oh, Scheiße. Das habe ich verkackt. So, ist der Clown da unten kaputt? Oder so? National Rakete. Mist! Holt ihn auf den Boden! Erwischt! Tschüss. Voll in den Mülleimer rein, da wo du hingehörst, du alte Sau, du. So. Schuss raus mit der Tür. Wer ist denn nochmal Fisk? Kennt man den aus den... Die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen. Bewege L nach vorne und halte R gedrückt, um Parcours auszuführen. Schlappt ihn! Nur die Ruhe, jeder bekommt was ab. Das ist dein Ende! Hey, hau mir nicht aufs Schnäuzchen. Das finde ich jetzt aber nicht so. Das zahle ich dir heim. Gefällt dir das, Spider-Man? So, ich brauche mal ein bisschen Heilung. Ich hoffe, sie sind okay. Ist das der Erik, den Gronkh gesprochen hat? Fisk? Ja, ne? Doch, das kommt hin. Der Devil-Serie habe ich nicht geguckt. Das ist wieder Pinguin. Kingpin. Ah, ja, Kingpin. Ja, okay. Okay, Kingpin kenne ich. Aber ich bin leider im normalen Marvel-Universum nicht so bewandert, ne? Wenn man jetzt Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Schön Waffe gegen Kopf. Hey, so gefällt mir das. So, du kleiner Knecht. Glaubst du jetzt hier Feinde mit schönen Blockenangriffen von vorne und von hinten verwundbar? Ja gut, das kennt man ja, ne? Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf! Ausschalten. Euer Plan ist also nicht Scheiße, aufgegangen. Scheiße, muss ich an, anders, muss ich von Weitem. Einer ordentlichen Tracht prügeln. Er darf nicht ins Büro. So. Jetzt schneid ihn doch ab. Okay. Finde ich aber tatsächlich eine sehr schöne Einstiegsmission, um die mit der Steuerung klarzukommen. Die finde ich bei Miles Morales dann doch ein bisschen was schwerer. Aber da gehen die meisten wahrscheinlich schon eh davon aus, dass man das vor dem Vorgänger kennt. So. Knick, knack. Okay.
Hey Yuri, einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willys letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalt ihn aus. Sofort. Mit Vergnügen. Ausschalten. Hallo. Klopf, klopf. Wer da? Schreibst du deine Memoiren? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Nicht schlecht. Ich komme gleich. Vergesse ich nämlich auch immer. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Oh, oh. Der Typ sieht aber auch wie so, dass müsste man sehr lange auf ihn eindreschen, dass er umfällt. Jahrelang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Ich muss meine Chance abwarten. Wird nachgeladen. Scheiße, holy moly. Und er so, WTF-Junge, was ist einfach mit Wie ihm kann los? Das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Oh, shit. Oh, der ist sauer. Heiliges Blechle, alter Verwalter. Oh. Hau rein. Spinny, Spinny, Spinny. Oh, weia. Der ballert aber ganz schön. Deine. Okay, jetzt sitzen letzte ein, um ihn verbundbar zu machen. Mit den Netzen. Geiler Banger hier, ey. Oh shit. Du stirbst genauso nutzlos, wie du gelebt hast. Gib dein Bestes. Oh, Junge. Was hat der eigentlich für eine Vorgeschichte? Ich hab den nur in dem Spider-Verse-Film gesehen. Aber warum ist er so verkackt stark? Ist er Wrestler oder was? So Dwayne The Rock. Kingpin. Junge, der wirft mich durch eine Wand durch. Du bist der größte Abschaum dieser Stadt. Das ist aber fies. New York ist echt groß. Das gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umstellt ihn! An alle Zugriff! Alter. Ich will keine Abwurf, wer bezahle ich euch denn? Schützt den Boss! Nein, ich schaffe das alleine. Beschwert sich im einen Atemzug, dass sie. Dass sie aber, warte mal, mir ist gerade mein Daumen eingeschlafen. Oder hier so ein bisschen. Beschweren sich in einem Atemzug, dass sie mir nicht helfen und dann. Dummköpfe! Boah, Alter, der ballert aber. Die Verstärkung. Ich weiß nicht, Boss. Oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin festgemacht. Oh mein Gott. Du elende Nervensäge. Oh fuck, der macht mich richtig fertig. Oh shit, oh shit. Jetzt bin ich tot. Du hast immer noch nichts gelernt. Mist, ey. Bis auf, dass er seinen Vater als Kind umgebracht hat, weiß ich auch nicht viel. Ist einfach ein Mysterium. Okay. Ich bin mir halt auch gerade gar nicht sicher, ob ich direkt auf ihn gehen soll, oder... Gefällt dir das, Spider-Man? Oh, jetzt einfach, aber ganz ehrlich, der ist schließlich derjenige, um den es hier geht, ne? Aber die anderen haben Waffen. Das ist nicht so praktisch. Falsch! Schalt mir aus!
der wirft auch zwischendurch so Steine. Da muss man dann auch wahrscheinlich reagieren in dem Moment. Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. So, machen wir mal eben hier Feierabend. Scheiße. So. So, jetzt macht das nämlich hier. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Du hässlicher Brocken. Hab ich was Falsches gesagt? Dann verlierst Willy. Ich hab noch nicht. Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka. Da, da, da. Willy Wonka. Wie viel hätte er denn aus? Aber das ist halt genau das, was ich meinte, ne? Der wirkt halt wirklich so, als würde er doch relativ viel aushalten. Aber jetzt mach mal hier, werf mal. Werf mal was. Wie oft soll ich dem denn noch auf die Schnauze hauen, ey? Cool. Komm, werf das, werf das. Werf das. Scheiße, ich drücke mal die falsche Taste erst. Aua! Ah! Schau! Quicktime-Event, Baby. Zack. Knuschen. Was, er rettet dir auch noch den alten Lacken auf dem Nacken. Sollten wir uns küssen? Ja, küss mich. Vielleicht später. Kiss me, I'm a frog. Schön, das ist Jeff Bezos in einem alternativen Universum, ja wahrscheinlich. Und dann gründete er Amazon und alle waren glücklich. Ende. Endlich geht's nach Rikers, hä? Huh? Tja, ich glaube, du hast da drin mehr Feinde als ich. Wenn du glaubst, dass das mehr als ein kleines Ärgernis ist. Whoop, ich muss los. Hey, viel Glück, Willy. Ich habe das Gefühl, du wirst es brauchen. Ich finde sogar, dass er ihn Willy nennt. Ich habe in dieser Stadt für Ordnung gesorgt. Ein Monat. In einem Monat willst du mich wieder zurück. Sheesh. Der Kingpin Sputz wandert hinter Gitter. Das Ende Jed einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht geil sollte ich Urlaub machen. Machen wir mal Urlaub. So. Ja komm, ein bisschen was geht noch, ne? Ein bisschen was geht noch. Huch. Sheesh. Gesundheit, Fertigkeitspunkte. Dann kommen wir nämlich zum nächsten. Oh, der sieht aber anders aus hier als beim neuen Spiel. Du bist hochgeschult und hast einen Fertigkeitspunkt verdient. Ey, willst sofort nichts drücken. Fertigkeitspunkte werden verliehen, wenn du genug Erfahrungspunkte verdient hast. Ja gut, schließe EP, bla bla, kennen wir. Das ist das System wie immer. Und jetzt kommen wir hier auf drei verschiedene Skill-Trees skillen. Ich glaube sogar, dass man im Laufe des Spiels sowieso irgendwie alles skillen kann. Also wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat man am Ende quasi genug Punkte auch über die Zeit des Spiels, dass man irgendwie gefühlt alles skillen kann. Aber mal gucken, was wir zuerst skillen. Netzgriffhalte. Ah, okay, damit kannst du die Gegner werfen, wenn sie eingespinnt sind. Drücke Kreis, wenn dein Spinsen blau wird, um Gegner mit einem Netzschuss ins Gesicht zu kontern. Okay, das ist schon ziemlich geil. Halte für einen Schwungtritt in der Luft gedrückt und lass Gegner fliegen. Nö, ich würde den hier nehmen. Erwerben. Perfektes Ausweichen ist jetzt in der Moves-Liste zu finden. Schön. Wir hatten nur einen Punkt, ne? Ja, okay. Ja, dann geht's halt jetzt wieder weiter in dem coolen Baum. Wir können ja mal allgemein gucken, wo war es hier? Fertigkeiten gibt's auch. Ach, guck mal, da kannst du sogar noch nachlesen. Geburtsort unbekannt. CEO Fisk Industries, Unterwelt Super, hier im Pseudonyme Kingpin des Verbrechens. Die Bio-Anzeigen. Oh, hier können wir es rausfinden.
So viel dazu. Wilson Fisk, alias der Kingpin. Was kann ich noch sagen? Er ist mein größter Erzfeind. Nach bloßem Umfang und in jeder verfügbaren Maßeinheit. Ich war 15, als ich erstmals einen seiner Handlanger ausgeschaltet habe. Der Typ war zwei Stunden im Gefängnis, aber seitdem hat es Fisk auf mich abgesehen. Er kontrolliert mehr von der Stadt, als es den Leuten bewusst ist. Polizeirichter, der Stadtrat, nenne es, was du willst. Er hat seine Finger im Spiel. Wenn ich ihn endgültig wegsperren kann, ist die Stadt vielleicht sicher genug, um mich auf den Rest meines Lebens zu konzentrieren. Kräfte und Fähigkeiten unglaublich stark und widerstandsfähig. Seine Wendigkeit und sein Geschick wurden in jahrelangem Training geschärft. Und seine mentale Stärke ist beinahe unerreicht. Unterreicht. Ein hervorragender Stratege, hat immer einen Plan. Okay, wissen, wo er herkommt, tun wir jetzt aber trotzdem nicht. So, und das ist hier... Ach, da gab es sogar noch DLCs zu mit Catwoman. Ach. Okay. Und aus Miles Morales haben sie dann quasi einen neuen Swag gemacht. Aber ich sehe hier noch keine Skins. Es gibt noch keine Skins. Aber es kann sein, dass wir das noch... Naja, gut. Und... Punktesprung. Wollen wir mal weiter. Dann schwingen wir mal rüber. Der ist früher in Zaubertrank gewesen. Das ist wahrscheinlich Obelix Alternative Universe. Ich bin fast da. Nur noch ein paar Blocks. Zack. Ich glaube, ich mache es selbst. Nein, nicht. Es ist gefährlich. Mir gefällt Docs Enthusiasmus. Aber manchmal bringt er sich in Schwierigkeiten. Ich beeile mich, bevor er sich noch wehtut. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich vermisse ein bisschen die... Also, ich bin ja schon jemand, der... Ich mochte Spider-Man schon, da hat Tobey Maguire den noch gespielt, ne? Also, die alten Spider-Man-Filme, die sind auch immer noch großartig. Gerade Teil 2. Unfassbar gut. Aber, ich finde, dass die aktuelle Spider-Man-Zeit mit Tony Stark und Co. hat dem Ganzen nochmal eine ganz andere Sache verliehen. Und den vermisse ich ja schon so ein bisschen, ne? Den Zeitstrang. Aber ich finde, ist auch mal schön, dass man mal immer ein paar andere Spider-Man-Bösewichte beleuchtet und immer nur dieselben. So. Zack. Da sind wir. Klopf, klopf. Ist Catwoman nicht Batman? Ja. Da hast du recht. Das war dämlich von mir. Jetzt, wo du es sagst. Wow. Oh! Doc Ock. Oder? Sie haben schon angefangen. Die Direktorin der Fachkommission wird bald hier sein. Schon gut, Parker. Ich habe das alles erdacht. Ich komme schon damit zurecht. Die Energiedämpfer. Oh, Mann. Sollen wir abbrechen? Noch nicht. Warten Sie! Auf die Idee ist jetzt nicht vorher gekommen, auf den Stopp zurück. Okay. Das ist ja genau für solche Situationen da. Aber wir sind nah dran. Ist jemand verletzt? Nein, das war alles meine Schuld. Die Energielevel waren höher als erwartet. In gewisser Weise ist das eine sehr positive Entwicklung. Es riecht aber nicht gerade positiv. Ich versichere Ihnen, die nächste Phase... Lassen Sie uns nichts überstürzen. Können wir das vielleicht irgendwo anders besprechen? Nehmen Sie sich den Rest des Tages frei, Peter. Aber... Wir reden später. Tschüss. Das war eine Katastrophe. Wie konnte der Dämpfer ausfallen? Der Doc hat gesagt, ich soll mir den Tag frei nehmen. Aber ich muss rausfinden, was schiefgelaufen ist. Da gucken wir mal. Oh, da PlayStation spielen. Oh, das sieht übel aus, mein Freund. Chip, chop, chip, chop, chibidip, chip, chip, chip. Ja. Mal sehen, nix. Was dir fehlt.
Inspizieren. Okay. Servo-Kontrollfahrt beschädigt, Servo-Monitor verbinden, Spannungssteuerung. Schaltkreis durchgebrannt. Okay. Verdammt. Wenn ich das geprüft hätte, wäre mir das aufgefallen. Gibt's hier wieder so ein wie Zwirbelding? Zwirbelding finde ich gut. Okay. Ach so. Ah. Okay. Geschafft. Bam. Das hätte er wohl auch hingekriegt, ne? Okay, muss die Servosteuerung umleiten. Ja, einige Stromkreise erlauben nur in Verbindung aus verschiedenen Richtungen. Okay, ja gut. Ah. So, dann muss man von da kommen. Okay, dann müssen wir den. So. Dann machen wir so wieder. Dann machen wir. Da haben wir keinen mehr von. Machen wir das so. Dann machen wir das nochmal so. Dann machen wir das so. Und so. Sehr schön. Yeah! Okay, und jetzt? Komponente repariert. Zwirbelding. Und jetzt die Spannung neu ausgleichen? Mhm. Okay. Das habe ich jetzt nicht gerafft, ehrlich gesagt. Egal. Hauptsache, ich habe es geschafft. Was? Richtig? Jetzt? Zielspannung 3. Ach so, ach, jetzt verstehe ich's. Du gehst hier rein, machst 3, dann minus 1 sind 2 plus 1. Hä, sind nur 3. Bin ich jetzt bescheuert? Ah, es gibt, ach so. Es gibt zweimal. Fertig. Hä? Okay. Okay. Scheiß drauf. Es funktioniert. Irgendwie habe ich es geschafft. So. Mal sehen, ob es geklappt hat. Mal sehen, ob das hier geklappt hat. Teste die Armprothese. So gut wie neu. Schick. Schlauer Peter. Peter ist ein schlauer Mann, der hatte einen Umhang an. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Schauen wir mal so nicht jetzt? Ja, du hast recht, ne? So. 1, 2, 1, 2, was haben wir denn hier? Das guck ich mal. Peter, ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Mhm. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich, gibt es einen anderen Weg? Ich weiß auch nicht. Spektrograph. Okay, unbekannte Substanz gefunden. Doc hat einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Dein Ziel ist es, die unbekannte Substanz anhand der Absorption sprechen. Okay. Verwende Fragmente der unbekannten Substanz und bringe die Absorptionslinie in Spektrum im Einklang. Prothesenfragment, bla bla bla. Ich nichts verstehe. Was soll denn dies? Was ist das jetzt? Was haben wir? Kaffeepulver. Hydrogelpolymerkomposit. Stark,
aber sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Sehe ich nämlich aus, sehe ich ähnlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ne? Okay. Doktor hat ein bisschen... Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Ja, da ist ja mal eine Subskribierung hier. Fanny, vielen Dank für 5 Monate. Vielen, vielen Dank. Hydrogelkompost. Schön. Ja, Ladezeiten. Ladezeiten. Davon verabschieden wir uns mal. Ganz freundlich. So, mein anderer Job abgeschlossen. Wo geht ihr jetzt hin? Spider-Man, hier ist Yuri. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Es irritiert mich total, dass sie Yuri heißt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber so komplett. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Just the Fact. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen! Das ist auch einfach immer noch der beste Charakter aus dem gesamten Marvel Universe, meiner Meinung nach. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er bösen Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist, Staatsanwalt, vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut. Dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe. Ich erkläre Ihnen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Party ist. Es wird einen Bandenkrieg geben. Aber interessiert das diesen Das würde ich mir sogar anhören, den Podcast. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Okay. Ich sehe mir mal den Turm an. Die Gar kein Problem. Wurden verschoben, raffiniert. Hast du die Willen? Ui. Oscorp war doch, hier von Grün Kobold und von nicht bloß eine hübsche Maske, Harry Oscorp, ne? Weißt du, hieß er so? Ich weiß nicht. Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Boah, nee, das machen wir nicht. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Da kümmere ich mich drum. Guck dir das an. Die Schweinebacken wollten gerade loslegen und dann... Pass auf, okay? Das glaube ich jetzt wohl nicht. Die wollen da einfach einbrechen. Was stimmt denn? Alter, wie viele sind denn da zum Einbrechen? Wo wollt ihr denn die da einbrechen? Die haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen.
Blocken. Okay. Holt ihn euch! Schnell! Sie sollen sich da oben wischen, ne? Zwing mich nicht, hier weg zu tun! Schön vor der Glastür, ist klar, die. Ach, der ist schon tot. Rip, rest in pepperoni. Ciao, war schon, ne? Yay! Gibt es hier auch schon zusätzliche Verbindungen? Nee, gibt es noch nicht. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein, 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 nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Spider-Corp. Spider-Corp. Fänke Verbrecher. Und ist richtig cool. So. Und die nächste. Du bist also der Spitze. Verschwinde, Mistkerl. Voll gemein, ne? Ja, voll der Mistkerl. Ich sagte, verschwinde. So. Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig. Lass die arme Frau in Ruhe. Lass sie los. Du alte Kacksau, du. Brecher blocken deine Nahkampfeingriffe. Senden Netze. Oh. Scheiß die Wand an, Alter. Hallo. Alter! Junge, der kackt mich richtig hier voll vor Freude. Alter, die machen, okay. Ja, okay, RIP, das alter Verwalter. Okay, 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 kein Problem, kein Problem. So viel sei gesagt. Was geht, komm, komm, give it, give it, give it, give it. Geh wieder. Lasst sie los. Oh Mist, Spider-Man. Ja, ist ja gut, okay. Was sollen wir dagegen tun? Denn das... Achso, das ist die Frau. Halt still, du Zwerg! Oh, scheiße, Mann. Hör mal auf! Endlich ein richtiger Kampf! Komm her! Oh, Bruder! Nee! Was? Ja. Alter, was? Ich bin völlig überfordert gerade. Scheiße. Aber warum muss ich denn da mich so reinhechten? Lass sie los! Okay, das Spiel lässt einem leider nicht so wirklich, gerade zumindest nicht, so richtig viel Freiheit, was die Art und Weise angeht, wie man den Gegner besiegt. Das finde ich bei Miles Morales tatsächlich besser, das werden wir gleich noch sehen. Ich werde auch nicht mehr lange den hier machen. Da kann man auch viel mit Stealth und so machen. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Rette die Geisel, bevor die Zeit abläuft. Benutze L, um das Ziel anzuvisieren. Drücke R1, um den Gegner zu entwaffnen. Hau rein. Okay, geschafft. Hallo, junge Frau. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist die älteste junge Frau, die ich je gesehen habe. Aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher.
Nur für alle Fälle. Es gibt da das Feast-Center. Kenn ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich hab schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke. Pfannkuchen überreden einfach jeden. Das ist einfach... Pfannkuchen ist das Beste. Spider-Typ! Spider-Typ! Oder ist der nächste Turm, meine Damen und Herren? Ja, ich würde einfach mal sagen, an der Stelle würde ich einmal wechseln in die neue Fassung von diesem schönen Spiel. Und zwar in Miles Morales. Wechseln wir mal rein, würde ich sagen. Und das ist Miles Morales. Das, ich finde, man sieht jetzt schon einfach ein unfassbares... Ja, ein Unterschied. Oder? So von der Grafik her, ich muss schon sagen, das ist schon mal eine ganz andere Linie. Das ist natürlich dasselbe, aber alleine die Lichteffekte, das mit dem Schnee, ihr müsst einfach mal auf die kleinen Details achten. Es ist einfach unfassbar, was dieses Spiel mit sich bringt. Und es spielt sich auch so viel geiler. Es ist alles smoother, schöner, geiler, schön, toll, sahnig. Und ich finde, Spider-Man zeigt in diesem Moment gerade mit am besten, was die PlayStation 5 derzeit so kann. Es ist wirklich unglaublich. Es sind so geile 60 Frames. Es geht quasi von... Freunde, der Krieg gegen Weihnachten ist brutal. Aber wir halten durch. Rufen Sie jetzt an. So. Um das nochmal zusammenzufassen, wir landen jetzt einfach mal hier, ganz cool auf dem Boden. Und ich finde einfach so krank, dass du ohne Ladezeiten diese komplette Stadt zu Fuß begehen kannst. Die Leute reagieren auf dich, wenn du vorbeiläufst. Okay, die sind jetzt vielleicht ein bisschen irritiert. Hoffentlich kriegt die Polizei sie. Normalerweise kommt dann so, oh mein Gott, Spider-Man, machen wir ein Foto? Naja. Ist doch egal. Es spielt auf jeden Fall die ganze Zeit im verschneiten Weihnachts-New York und es ist einfach wirklich, wirklich mulmig. Mulmig, muckelig, meinte ich. Muckelig, schön, richtig schön muckelig. So. Dazu kommt, dass wir, ich weiß nicht, ob das bei dem anderen Spiel jetzt auch noch gekommen wäre. Wir haben so eine, ja, so eine Kraft. Die haben die jetzt Venom-Kraft genannt. Und zwar hat der Freund von dem Miles Morales Spider-Man hat das so genannt. Ich glaube, das hat nicht wirklich was mit Venom zu tun. Der ja auch irgendwie im Spider-Man-Universum spielt. Ich weiß auch gerade nicht, welche Mission wir jetzt machen. Wir sind jetzt hier übrigens mitten im Spiel. Ja, ich bin jetzt bei knapp 6% oder so, ne? Oder 13%. Und ja, das sieht ja schon mal so ein bisschen was anders aus. Das ist die Map. Verschiedene Distrikte, verschiedene Orte, zu denen man kann. Viele Secrets, die man aufdecken kann und so weiter. Und das finde ich halt noch mit am geilsten. Wenn man hier auf Anzüge geht, hat man halt verschiedene Skins, ne? Die man halt freischalten kann. Unter anderem auch der Into the Spider-Verse Anzug hier irgendwo war. Ich glaube. Nee, wo ist er? Der hier ist er, glaube ich, ne? Deswegen ist schon ziemlich geil. Macht auf jeden Fall eine Menge Freude und hier hat Jesse sich einfach komplett. Achso. Ja, ja, ja. Was ich aber sagen muss, die Story an sich, habe ich, was ich davon jetzt mitbekommen habe, dass. Weiß nicht, ob das so im Spider-Man-Universum spielt. Hier oben. Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig. Das ist übrigens nur ein vorübergehender Anzug, den wir da gerade anhaben, weil er... Achso, um einmal kurz euch in die Story einzuweisen, damit ihr wisst, wo es unbedingt herkommt. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber irgendwie kannten sich der... Peter Parker Spider-Man und der Miles Morales Spider-Man, die kannten sich irgendwie und wussten, dass der andere Dings hat, ne, die Fähigkeiten hat. Und Peter Parker ist mit Mary Jane auf irgendeine Auslandsreise und hat gesagt, so, du übernimmst die Stadt jetzt mal eine Zeit lang, ne, du machst jetzt Urlaub. Und ja, dann passieren natürlich Dinge. Und jetzt ist er quasi auf sich alleine gestellt und versucht dann mit seinem Kollegen, den man zwischendurch im Ohr hört, so Kim Possible, Wade-Style, der sagt ihm quasi, wo Verbrechen sind, wo man gucken kann. Die haben jetzt eine App, wo die Leute hinschreiben können, so Hilfe, hier ist ein Verbrechen und so eine Geschichten. Und so läuft das jetzt hier quasi. Und das ist seine lang verschollene alte Schulfreundin. Wer
Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal. Das sitzt fest. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Ja, die ist... Okay, die ist... Soll das ein Witz sein? Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer da, um ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey, Rick. Machst du jetzt diesen Job bei Roxxon oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich hab Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energie-Team leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Roxxon, bin gleich zurück. Du weißt doch den Code noch, oder? Die Fibonacci-Folge. Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Rick sieht so charmant aus wie immer. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Seht ihr, wie flüssig, wie sahnig diese Cutscene einfach läuft? Alles gut. Ach, warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Hm, vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. So, jetzt erst, aber. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Oh, Amy wollte sehr dringend raus. Vor einer Stunde oder so. Ist, glaube ich, jetzt sauer. So. Drücke Viereck, Dreieck, um die Zeitkapsel anzusehen. Die Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber... Die Highschool ist eine ganz andere Welt. Schwöre, ne? Kennt man. Es war echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen. Aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. More to loot. Also man muss ganz ehrlich sagen... Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Er hat eine Jahreskarte für die U-Bahn. Ja, komm, machen wir das. Das Spiel möchte das gerne, dass ich das tue. Also es gibt auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel zu sammeln. Und es macht auch wirklich Spaß, das zu handeln. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und lass dich von dem Anzug jetzt gar noch nicht irritieren. Das ist nicht der Finale. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Und da ist er. Und der Schnee und alles. Und dann, oh, das ist einfach so schön. Wir kommen zu spät. Und da ist der Kollege, der dem quasi hilft. Der weiß auch von seiner Spider-Fähigkeit. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Es ist so unfassbar. Also jetzt mal ganz ehrlich, guckt euch das mal an. Siehst du? Ich bin so verliebt in die Grafik von dem Spiel. Und ich... Das beste Essen der Stadt. Tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Es ist so unfassbar, wie weit wir mittlerweile bei Videospielen sind, oder? Es ist echt heftig. Und so ein krasser Sprung nochmal von der PS4. Und wir sprechen jetzt gerade über die erste Version der PS5. Ich will gar nicht wissen, was man aus der Konsole alles rausholen kann. Und dann wird es irgendwann noch eine Pro-Version geben, wahrscheinlich. Ist ziemlich ähnlich, oder? Leute zusammentreiben, ihnen was beibringen. Sieht echt cool aus. Gern geschehen. Ach ja, die war ja taubstumm, stimmt. Die ist knuffig. Oh. Sorry.
Ich mache nächstes Semester auch Gebärdensprache. Español habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, sie? Mir dabei helfen? Desde cuando. Haha. Willkommen zwei Pastelillos. Hier, Cruzman. Das macht 11,43. Das ist so geil. Es ist wirklich so cool. Man kann einfach hier einfach nur dastehen und das genießen, die Aussicht, meiner Meinung nach. Ohne Atemschutz sprühen. Wir haben getan, was wir konnten. Gloria! Hallo! Hi Miles. Das ist meine Freundin Steph. Sie ist eine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Achso, sein Vater ist gestorben und seine Mutter ist bei diesem Roxxon, wovon der Typ gerade gesprochen hat. Bei diesem, da geht es dann um dieses Nu-Form, was ihr im Hintergrund seht. Das soll eine Energie werden, die quasi die komplette Stadt antreibt. Ja, also eine umweltfreundliche Energie, die die Stadt antreibt und so weiter. Und da arbeitet seine Mutter für und halt der Typ, den ihr gerade in der Cutscene gesehen habt. Und um diese Roxxon und Nu-Form-Geschichte, da geht es halt auch jetzt hauptsächlich storymäßig drum. Weil natürlich ist da irgendwann im Busch. Aber was verrate ich noch nicht. Weil ich habe schon ein bisschen mehr vom Spiel gesehen, aber nur bei Jesse zugeguckt. Ich habe selber gespielt noch nicht. Überall ist hier Treiben und Spaß. Und es ist einfach auch so gemütlich, diese Weihnachtsmarktatmosphäre allgemein. Aber warte mal. Guck mal, den kenne ich doch irgendwo her. Onkel Aaron. Ich hätte dich nicht erwartet. Ich gehe, bevor deine Mom mich sieht. Wer ist das? Mein Freund Genki. Er hilft mir bei meinem Spinnenprojekt. Aha. Du passt auf meinen... Ach ja, okay, er weiß es schon. Ich versuch's, aber er macht's mir nicht leicht. Ich bin doch hier. Ha, viel Spaß bei der Kundgebung, Kleiner. Also das ist der Onkel von Miles und Miles hat ihm dann quasi geholfen, weil der arbeitet irgendwie bei den Stadtwerken oder irgendwas. Da gab es eine Mission, da musste man ihm quasi helfen. Er hat sich über die App gemeldet und da sind die Züge irgendwie nicht gefahren. Und hat er dann geholfen. Am Ende hat er dann quasi Bescheid gesagt, dass das aufhört. Und dann hat er sofort durchschaut, dass er Spider-Man ist und so. Das war eine ziemlich coole Mission tatsächlich. Er hat's rausgekriegt. Ich erzähl dir alles zu Hause. Ach, jetzt kommt noch seine Mutter. Ich glaube, die will auch sogar für Bürgermeister kandidieren oder so. Wie war das? Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Ah. Roxxon hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hä? Huh? Oh ja. Buenas noches, Vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxxon hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich sag es euch. Es ist nur, was so eine Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Juniperos Kita. Ah nee, die hat gar nicht bei Roxxon gearbeitet. Die wollte nur Bürgermeisterin werden. Das war's. Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Die war gegen Roxxon. Du bist jetzt Spider. Und selbst jetzt. Roxxon transportiert Nu-Form, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt. Und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Bleibt ruhig! Kein Entkommen! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt auf Anhieb in. Weil wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten im Spiel und die Mechaniken hier sind doch ein bisschen anders, was diese Venom-Kräfte angeht. Snack. Bei dem zum Beispiel, den muss ich mit so einer Venom-Kraft umknallen, weil der so eine komischen Fäuste da hat. Okay. Ansonsten ist das aber hier ungefähr dasselbe. Alles. So, jetzt habe ich den Finisher bereit und das heißt... Ah ne, das war noch nicht die, das war ein normaler Finisher, okay. Ja, wie setze ich jetzt diese... Scheiße, ey. Oh
Okay, da werde ich... Ah, da jetzt. Da zum Beispiel. Der hat dann irgendwelche Energien bei sich drin. Warum, weiß er, glaube ich, selber noch nicht so ganz. Beziehungsweise habe ich das nicht so wirklich mitbekommen. Vielleicht ist er zu der Stelle des... mein Gott, zu dem Zeitpunkt im Spiel auch noch nicht so ganz klar. L1 und Viereck, dankeschön. L1 und Viereck. Ah, okay. Da, so eine Geschichte kriegt man dann. Ja, und da kann man mal halt seine Fäustchen damit kaputt smacken. Upsala. Das war nicht meine Absicht. Wo bin ich hier gelandet? Hör mal. So, mach mal jetzt. Kann ich auch... Ja, das wollte ich. Und ich finde, das macht das Kampfsystem aus dem ersten Teil nochmal eine ganze Ecke geiler. Das erweitert die ganze Geschichte. Es macht irgendwie... Ich weiß nicht, ob das sonderlich viel Sinn macht. Wo stand der Typ? Blind? Warum nicht hier? Ach, da. Was war das? So. Noch nicht ganz smooth, so meine Herangehensweise. Ich will öfter diesen Temposchub nutzen, der so durch, wenn du noch irgendwas irgendwo drauf springst und im richtigen Moment X drückst und so. Aber krass finde ich, dass beim Schwingen das realistisch gehalten wird, dass wenn du in der Nähe nichts ist, dass du nicht einfach schwimmen kannst, so wie im Film einfach. Oder zur Ablenkung. Erschießen wir uns nicht, okay? Lass uns mal einfach nicht erschießen, ausnahmsweise. Oh, oh, oh. Maskenfrau. Brrr. Wir wollen das Nu-Form. Ignoriert alles andere. Dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt. Knapp. Bisschen Strom am Arsch.
Die kenne ich doch. Das ist doch die Frau aus den, von den Turm da. Deswegen war ich jetzt froh, dass wir an der Stelle aufgehört haben, weil dann wisst ihr zumindest jetzt, wer das ist. Er destabilisiert es. Runter! Lenkt ihn ab. Lenken. Ja, ja, da, 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 da. Zack! Miles, ich hab die Explosion gesehen. Geht es dir gut? Oh, Scheiße. Mir geht's gut, aber... Hast du's gesehen? Tinkerer, das ist Finn! Oh mein Gott! Ich hab sie heute getroffen! Ach, wenn ich nur mal nachgedacht hätte! Das ist nicht deine Schuld, Mann. Ich war so froh, sie zu sehen, dass ich unaufmerksam war. Ich muss sowas merken. Schick ihn in Recht! Das Flugzeug ist weg! Die Brücke stürzt ein! Oh oh, oh meh! Haben wir, oder? Ne, immer noch einer. Ey, der Witzka. Ciao! So. So, geschafft. Warum heißt das Nuform? Besteht die Energie aus Nu-Mittel oder was? Ja, das ist die reine, reinste Kraft des, des Mädels. Aber ich muss sagen, diese Tasten eingedrescht oder so, habe ich zum ersten Mal so einen leichten Krampf im Daumen. Ich weiß auch nicht. Aber jetzt kommen, glaube ich, hier. Oder? Quickies? Kleine Quickies, glaube ich, kamen Quickies. Quickie-Zeit. Das ist die beste Zeit. Ah, nee. Ups, das war dumm. Das war die falschen Tasten. Na los! Aus, das Feuer, aus! Rennen Sie bitte jetzt. Ja, das macht nichts. Der Spinnenmann muss nicht überleben. Der Boss! Nicht. Oh Mann! Schön auf dem Boot. Jetzt, du bist jetzt Angler. Rest in Peace, Bridge. Das hat auch manche Leute, das kann ich halt immer nie so ganz verstehen, dass bei solchen Katastrophen immer noch Leute dann oben drauf sind, die ihn immer noch nicht gerafft haben. So, hier, zack, 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 Upsi. Das muss es doch einfach in jedem Spider-Man-Film und Spiel geben. Ne? So eine Stelle, wo er dann quasi mit seiner puren männlichen Kraft zwei Dinge zueinander zieht. Achtung! Nicht fallen.
Ciao. Und Omi gerettet. Aber Brückenkonstruktionen sind auch einfach richtig krank. Dass sowas nicht schon öfter passiert ist, wundert mich eigentlich so ein bisschen. Ciao, Autos. Am seidenen Faden. Spinnenmann. Geschafft. Ich war da nicht. Ich hab das nicht kaputt gemacht. Das war ich. Nee. Meine Kräfte. Ich hab das gesprengt. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sehe den anderen Spider-Man. Erbitte Anweisungen. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Verstanden. Ihn riecht den. Okay. Ich bin nicht euer Feind. Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet. Hey, lass ihn in Ruhe. Ich nehme das auf. Sofort. Zack, sofort. Sie haben mir mitten ins Gesicht gefilmt. Raus, raus, die Scheiße. Verschwinde. Das ist die letzte Warnung. Ich hab geholfen. Elektromagnetische Widerstandsfähigkeit. Haben die ihn geschubst? Haben die ihn geschubst? Denn es gibt nur nicht nur die Kraft, sondern er kann auch noch unsichtbar werden. Es ist unsichtbar. Spider-Man, der beste Spider-Man aller Zeiten. Was ist jetzt mit Roxons? Wir sind für sie da. Die hätten mich erschossen. Die wollten nicht mal zuhören. Bist du okay? Ich weiß nicht. Heute bei mir ist Simon Krieger. Wir sprechen über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine, wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon Eigentum zerstört und darüber hinaus unsere Brücke. Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich habe die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's Cornetto. Mit Dolce de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Das ist Schoko Crispies auf ist es nicht. Spanisch. Am allerliebsten hätten sie Schoko Crispies. Entschuldigung. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. So, wir haben den neuen Anzug, meine Damen und Herren. Schön. Jetzt kann ich doch mal richtig losgehen. Die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich. Wir brauchen kürzere Namen. Die guten Apps sind nur ein Wort lang. Ach, die App haben wir auch noch gar nicht. Die kommt jetzt erst. Okay.
Ja, für die Leute im VOD, es cann sein, dass ich gerade die Cutscene rausschneiden musste, weil das schon mit sehr copyrightiger Musik ist. Da werde ich ja mal gucken, wie und ob das geht, ne? Auf dem Karianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verbeuchert, was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein, tu das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. So. Und dann ist Spider-Man Miles Morales wirklich großartig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ein bisschen was können wir schon noch spielen, würde ich sagen. Aber ich bin hin und weg, wirklich. Was hattest du gesagt? Ich habe Nachrichten geguckt. Auf Sumkarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verbrannt. Hä, der hat doch gerade schon angerufen. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen. Ich kann morgen Abend zurück sein. Das kam doch gerade schon. Bin ich bescheuert? Leute, kam das nicht gerade? Hat er doch gerade eben schon erzählt. Ich weiß auch nicht, Mann. Okay, dann habe ich vielleicht irgendwas verkackt. Wo muss ich hin? Ich kann auf jeden Fall, pass auf, ich kann auf jeden Fall erstmal so, den kann ich jetzt machen. Kann ich jetzt mehrere machen? Den hier, kann ich mir die angucken zumindest? Nee, okay. Ja gut, wir bleiben natürlich erstmal bei dem hier. Und dann gibt es jetzt hier noch Modifikationen. Habe ich noch 2 Fertigkeitspunkte. Markiert beim Scannen ein Gegner, beim Scannen Gegner hinter Mauern. Diese bleiben markiert, solange der Tarnmodus aktiv ist. Vergrößert das Zeitfenster für perfekte Ausweichmanöver. Erhöht die Droprate für Gerätemunition. Machen wir erstmal das hier. Und ich glaube, das war's schon. Mehr können wir nicht machen. Ach nee, das sind nicht die Fertigkeitspunkte, das sind unten diese Ressourcen. Da bin ich jetzt gerade vor. Okay, wir brauchen 8 von den goldenen und 10 hierfür und Teile da. Also die musst du auch noch sammeln, indem du die Kisten, glaube ich, holst, wenn ich mich da auch richtig erinnere. Und hier haben wir auch noch was. Zap-Schlag. Erhöht die eine Erschütterung, wenn Underground-Waffen zertrümmert werden. Ja, man kann sich also hier und da aufrüsten, ne, wie man das kennt. Das könnt ihr euch aber mal in Ruhe angucken, sollte das mal bei euch ins Haus kommen. Da gibt es jetzt hier, also hier zum Beispiel diese Vollspinne, ne, diese Spinnbomben und so weiter und so fort, da wird dann, da kannst du auch noch so eine, wie heißen die, Drohnen, Holodrohnen, kannst du noch einsetzen und noch 2 andere, die kenne ich aber noch nicht. Und die kannst du natürlich auch wieder verbessern, ne. Aber auch dafür brauche ich diese komischen Kisten. Und hier kann ich mit Levels arbeiten und Fähigkeiten. Dann gucken wir jetzt mal, was jetzt noch offen ist. Venom geschockte Gegner, die gegen andere Gegner geworfen werden, übertragen ihre Venom Shocker. Ermöglicht das Ansparen eines zweiten Finishers. Verringert die Combo-Anforderung für einen zweiten Finisher auf 10. Okay. Venom geschockte Gegner erleiden 50% mehr Schaden durch Basisangriffe. Finde ich eigentlich mit am besten. Verdoppelt die Zahl, in der Gegner Venom geschockt sind. Was haben wir hier noch? Tarnenergie wird 20% schneller aufgefüllt. Damit würde ich auf jeden Fall einmal gehen. Und dann würde ich, glaube ich, hier noch, oder? Warte mal, was haben wir hier noch? Getarnte Angriffe kosten weniger Tarnenergie. Ja, komm. Gehen wir mal ein bisschen auf Tarnenergie. Also, wie gesagt, ihr habt da gerade auch schon im Chat drüber gesprochen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, was ich von dem Tarn-Ding halten soll, weil das irgendwie ja... Weiß ich nicht. Also ich kenne zumindest keinen Spider-Man, der sich unsichtbar machen kann. Okay. Es kann aber sein, dass es irgendwo in dem weiten Multiversum des Daseins irgendwo einen Spider-Man gibt, der sowas kann und das dann irgendwie doch passend ist. Also am Ende... Ja... Am Ende denke ich mir auch so, es ist eine geile Spielmechanik. Also es bringt nochmal ganz anderes Gameplay ins Spiel, muss ich gleich mal sagen. Ich kann ja mal gucken. Aktivität verfügbar. Gucken wir mal. Wo waren nochmal die... Warte mal, muss ich mal gerade gucken. So, hiermit mache ich mich unsichtbar. Okay, Boss, wie ist der Plan? Finns Familie hat eine Werkstatt in Midtown. Sie hat dort immer gearbeitet. Vielleicht habe ich Glück und sie tut das immer noch. Wäre es nicht einfacher, sie anzurufen und zu reden? Ich glaube nicht, Mann. Als ich sie auf der Brücke sah, habe ich sie kaum wiedererkannt. Ich muss wissen, warum sie das alles tut. Okay, Mann. Mach, was du für richtig hältst. Halt mich auf dem Laufenden.
So. Ich würde sagen, wir spielen aber mal die Story weiter. Wir können auch gleich nochmal eine Kiste machen. Ich glaube, ich bin hier gerade zu hoch. Der Laden ist verrammelt. Eingerammelt. Das ist ein trauriger Anblick. Wenigstens Repairs. Vielleicht kann ich irgendwo einsteigen, aber ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ganz geheim, hat bestimmt keiner gesehen. Also. Wieder noch Fäden sind, weil eigentlich gedacht war, dass ich mich daran ziehe. Nein, egal. Hallo? Mann, ist das ein Staub hier. Staubig, staubig. Suche nach Hinweisen. Boah, die Automaten hier, ne? Gleichermaßen Nostalgiegefühl, aber auch irgendwie großes Erbrechen in meinem Körper. Schön 10 Jahre alte Kaugummis reinpfeffern, ne? Aber nice, guck mal Finn hier. Finn und ich haben hier im Sommer mit Rick Gitarren repariert. Schön. Es gab nichts, was er nicht wieder hinkriegte. Wie sieht's aus mit Ukulele? Ricks Lehrbücher. Er hat abends gelernt, damit er über Tag den Laden weiterführen konnte. Er war nicht aufzuhalten. Hier ich glaube, Rick ist der Kollege aus der Cutscene, den wir vorhin da mit dem Würfel gesehen hatten. Was haben wir denn hier? Roxxon-ID von Ella Sterling. Aber das ist ein Foto von Finn. Hä? Was ist denn da los, Ella, is a decent match for you, but that hair may be where I had. Finn hatte einen Partner für einen Anbruch bei Roxxon. Ella passt sehr gut zu dir, aber diese Haare, wie wäre es mit einem Hut? Na, weiß ich auch nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Huch. Gehen wir mal hier hin, ne? Diese Wand, wo Licht durchkommt, die ignoriere ich jetzt erstmal. Irgendwelche Medikamente. GCSF. Zur Behandlung von Knochenmarkzerfall. Wem gehören die? Das weiß ich nicht, aber... Diese Mauer war doch früher nicht hier. Warum kann ich die Mauer nicht zerbröckeln? Muss ich jetzt hier noch irgendwie... hier Hinweise finden? Das Team, das Nuform entwickelt hat, wurde krank. Und Rick? War der Projektleiter? Hat er doch gesagt vorhin. Treasure Xerox Roxxon. Schöne Bilder, Fotos. Wer heutzutage hängt sich eigentlich noch Fotos auf? Ich weiß nicht. Dann noch so Gebäudefoto. Ja. So, jetzt können wir, ne? Können wir? Ich weiß nicht. Was sagst du? Darf ich? Irgendwo habe ich was übersehen, scheinbar. Ich weiß auf jeden Fall, dass es an der Stelle weitergeht. Aber ich weiß nicht, warum ich da arbeite. Mal hier. Drei Mason-Generationen haben diesen Laden geführt. Rick wollte ihn nach dem Tod ihrer Eltern verkaufen. Ich glaube, Finn hat ihm das ausgeredet. Das kann sein. Mal Kühlschrank kaufen oder so. Vielleicht hier. Sieht aus wie so eine riesen Jeans-Abdeckung. Finn und ich haben hier gerne Verstecken gespielt. Es war unsere eigene kleine Welt. Diese kleine Nostalgiker hier. Ach ja, Nostalgie ist doch was Feines. So, jetzt aber, komm. Er sagte, eine von ihnen gehörte mal Allison Blair. Aber schön. Das war wohl ein Witz. Ja, das war das wahrscheinlich. Wer auch immer das ist. Wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt, aber der Name sagt mir gar nichts. So, können wir? Haben wir genug geguckt?
ich hätte die ganze Zeit durchgekommen. Ich bin einfach nur dumm. Okay. Okay. Das ist ein Geheimraum. So. Maske. Finn steckt hinter der Underground-Ausrüstung. Schon schräg. Wir tragen beide eine Maske. Schön, das ist auch besser so in der heutigen Zeit. Ne, man weiß ja nie, man weiß ja nie. Computers. Videodatei von vor 6 Monaten. Heck dich mal da schön rein. Ich mache einen Test-Upload. Mein Team wird krank. Und Krieger tut so, als wäre es nicht das Nuform. Wir müssen es heute tun. Lass mich. Sind wir denn bereit? Müssen wir wohl. Die Arbeit in Harlem hat begonnen, vor ihrem Zeitplan. Er vergiftet die Stadt aus Profitgier. Sie drücken aufs Tempo. Ignorieren Sicherheitsberichte. Sie dürfen meine Forschung nicht pervertieren, Finn. Okay. Zuerst geht es um den Kern, dann löschen wir die Daten. Und Sie können sicher nicht einfach nachproduzieren? Nein. Nicht, wenn wir den Ersatzvorrat in Jersey auch vernichten. Ohne mich haben Sie keinen Plan, wie Nuform funktioniert. Das Projekt ist dann gestorben. Ich nehme alles auf. Wenn was schief geht, gehen die Videos direkt an den Bugle. Perfekt. War die Zeitung, ne? Der Bugle. Bereit, New York zu retten. Bereit. Ich will Bilder von Spider-Man. Da ist noch ein Video. Das ist ein Kochtutorial. Verdammt! Keine Uploads! Das Handy war wohl kaputt. Voll dramatisiert. Das hier ist nicht umsonst gewesen. Warum hat die das gefilmt? Warum hat die das gefilmt? Voll dramatic und so. Sie wollten das nur vom Projekt stoppen, aber irgendwas ging schief. Der letzte Standort ihres Handys. Wenn ich es aufspüre. Oh. Komm schon. Ja, das ist wohl nur nichts, wo man muss nach oben drücken einfach. Naja, dann hauen wir den halt auf die Schnauze. Okay. Er tarnt sich. Er kann sich tarnen. Oder so. Dass ich einfach so verschwinden kann, hat sie aufgescheucht. Sie müssen sich erst ein bisschen beruhigen. Genau. Und jetzt kann ich nämlich hier Assassin's Creed-like. Wo ist er hin? Lauer Takedown. Ich gebe nicht. Ich muss einen stillen Alarm ausgelöst haben. Das nicht. Ich will lauern. Lauern. Okay, ich muss warten, bis die Tarnung wieder da ist. Lower Takedown. Lower Takedown. Das war kein Lower Takedown. Oh oh. Ja, falsche Richtung. Pech gehabt. Okay. Ja, jetzt geht's nämlich los. Hier können wir nämlich auf verschiedene Art und Weise die ganze Sache lösen. Und ich versuche das jetzt mal so leise wie möglich zu lösen. Also irgendeinem Grund kriege ich die Lowers hier noch nicht hin. Ich kann sagen, dass ich auch zu weit weg bin. Oder dass es zu offensichtlich ist. Krass. Ja. So, hier kann ich Lower Takedown machen. Kann aber auch sein, dass das andere gesehen haben. Ich wusste, ich schaff das. So, warum kann ich den jetzt auch nicht lauern? Da, jetzt kann ich ihn lauern. Zack. Ist zwar jetzt nicht so wirklich still, aber zumindest kriegen die anderen davon nichts mit. Solange sie das nicht sehen. So. Will ein Held sein und läuft einfach weg? Yo, James, wie läuft's? Ja,
komm, den gönne ich mir so. Okay. Wo sind sie denn? Ah, da. Kriegen die denn hier auch Schaden dadurch? Habe ich noch nie darauf geachtet die ganze Zeit. So, die können sich jetzt halt witzigerweise auch selber irgendwie, meine Rücken juckt gerade extrem. Das ist eine sehr, sehr beschissene Situation. Oh, Junge, das tut weh. Ja. Das auf jeden Fall. Oh! Boah, können wir jetzt mal aufhören hier? Gehen wir down. Danke. Okay, zurück zu dem Computer. Zurück zur Arbeit. Boah, mein Rücken. Ich nehme jetzt eine Blockflöte zum Kratzen. Ist mir jetzt auch egal. Und warum sie Tinkerer wurde. Da, die Position. So. Das war das. So. Ich sollte wohl besser Genki informieren. Hey, hast du was in Finns Werkstatt gefunden? Ja, ich weiß, warum sie das alles tut. Ihrem Bruder ist was zugestoßen, was echt übel ist. Oh Mann. Rick hat für Roxxon gearbeitet. Er war für die Nuform-Forschung zuständig. Wow. Und das Nuform hat ihn anscheinend krank gemacht. Simon Krieger erzählt überall, wie sicher es ist. Er lügt. Finn und ihr Bruder wollten den Reaktor-Prototyp abschalten und die Weiterentwicklung verhindern. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Noch nicht. Finn hat alles mit ihrem Handy aufgenommen, aber ist dann im Labor verloren. Ich will es gerade holen. Hör zu, ich bin hier. Ruf an, wenn du mich brauchst. Mach ich. So. Nächster. Roxxon Forschungslabore. Hier nahm das gesamte Nuform-Projekt seinen Lauf. Finns Handy ist irgendwo da drin. Ich habe gerade einen Einstieg gefunden. Sehr gut. Lass mich raten, die Energieversorgung muss abgestellt werden. Die ist da unten. Und genau das gefällt mir. Der Schacht ist mit Hochspannung gesichert. Wo kommt die Energie her? Komm mal jetzt, ja, ich hab das doch schon gefunden hier. Jetzt lass mich doch mal machen. Ach, so, jetzt hier ein Lower Takedown. Aber die sehen mich dann natürlich sofort, aber ist doch egal. Immerhin ist er down. Und ich glaube, die sind ein bisschen zäher, die von Roxxon. Als die. Alter, die machen doch auch Scham mit ihren scheiß Klamotten. Rein. So. Okay. Wie komme ich da jetzt rein? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht haust du einfach dein Gesicht da rein. Yeah! Yuppie! Ende. Das Absorbieren der Energie hat den Generatoralarm gelegt. Schön. So. Geklappt? Hun rein. Weiter geht's. Ich bin drin. Dim 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 Spider-Man! Hä? Halte zum Zielen L2 gedrückt. Achso. Okay. Das merke ich mir. In ein schwer bewachtes Labor einbrechen. Dieses Jahr ist Weihnachten. Guckt euch die Knackbags an hier, Alter. Das nenne ich mal Knackbags, ey. Schlafen, haufenweise Videospiele zocken und viele Weihnachtsplätzchen essen.
Da bin ich absolut für. Wo lang? Ja, mal da lang. Warte mal, ich muss mal jetzt gerade... Jesse, bist du noch da? War das die Mission, wo du die Kiste geholt hast? Ach du heilige Schöne, nee, das weiß ich nicht. Bin ich denn hier gelandet? Ach du heilige Scheiße. Nee, okay. Jesse war mal bei einer so einer Mission und hat dann da quasi, hätte da so eine Kiste holen müssen. Wo bist du denn gerade? Hauptstory. Bei der Hauptstory musstest du keine Kisten holen, ne? Nicht tief unter der Erde. Ich bin der Spider-Man. Babi, Bubi, Bubi. Ba, 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 da, da. Ich spinne die Spinnenseile. Jetzt sieht er wirklich aus wie eine Spinne. Okay. Durch das äußere Lüftungssystem eingedrungen. Wenn es der Underground ist, töten. Spider-Man oder Tinkerer, festnehmen. Verstanden, Sir. Es ist nicht verstanden. Ruf sie sofort. Ein Problem weniger. Nice, weggesnackt. Eine Belohnung dafür, dass ich den, ohne dass ich das musste, den weggeholt habe. Ruhig. So laut. Was ist so lustig? Verdammt, Miles. Für einen Handfling. Ganz schön hart. Es ist der Onkel. Du bist der Prowler? Dad hatte eine Akte über dich. Ich weiß. Und du hast jetzt bestimmt viele Fragen an mich. Aber wir müssen hier verschwinden. Das ist der falsche Ort für einen Einbruch. Ich gehe erst, wenn ich habe, was ich wollte. Hör zu. Ich hab mal für Roxxon gearbeitet. Leg dich bloß nicht mit denen an. Wenn wir geschnappt werden. Dann hilf mir. Ah, störrisch wie dein Vater. Okay, aber auf meine Art. Ich weiß, wo ich auf ein Sicherheitsterminal zugreifen kann, um dich zu warnen. Fernzünderminen. Setz sie ein, wenn es eng wird. Nice. Nicht schnappen lassen. Nicht schnappen. Siehst du den Schacht mit dem Lasergitter? Ja. Wie hast du das gemacht? Ich kenne mich mit solchen Systemen aus. Konzentrier dich. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Fernzünderminen. Was ist mit den Kameras los? Wieder Stromausfall? Nein, das war in Harlem. Rhino hat das ganze Kraftwerk platt gemacht. Vielleicht hat es mehr als ein Stadtviertel erwischt. Carrara, Moment. Werdet nicht gleich sehen. Da hat sich was bewegt. Carrara, Moment. Also, wonach suchst du genau? Ein Handy. Ich empfange das Signal. Es kommt von irgendwo tief unter der Erde. Der tiefste Punkt des Gebäudes ist ganz unten im Reaktorsilo. Dann gehe ich da jetzt hin. Hey, mach mal Pause. Ciao. Easy peasy. In dem Raum müsste ein Schacht sein. Führt zu einem Labor. Dann zum Reaktor. Einem Nuform-Reaktor? Ja. Laut diesen Bauplänen, ja. Ich wollte hier ein bisschen Pool stellen. Achso, der hat er schon gemacht, okay. Okay. Shh, ruhig. Das ist Geheimauftrag hier, hey, gerade. Wo ist das Nuform, das ich wollte? Oh. Die Friese ist geil. Wir versuchen mehr zu machen, aber Mason hat nichts dokumentiert. Und? Tja, einer der Nuform-Kanister soll ja den Brückenvorfall überstanden haben. Also wenn wir den zur Verfügung hätten. Glauben Sie nicht, wenn ich es hätte, würde ich es Ihnen geben. Ja, Mr. Krieger. Ich will nur klarstellen, dass wir ohne den Kanister die Deadline unmöglich Schnauze halten können. Der ist ein bisschen so. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um den Kanister zu finden.
Aber jetzt würden sie mir wirklich helfen, wenn sie zurück ins Labor gehen und ihren Job machen. Ich wär voll paranoid, wenn ich so eine Gitter oben über meinem Büro hätte. Ey, da würde ich die ganze Zeit denken, Junge, mich beobachtet doch einer. Wirst du mir sagen, wessen Handy du eigentlich suchst? Tinkeros. Wirst du mir sagen, warum du mich verfolgst? Um dich zu schützen. Du solltest dich geehrt fühlen. Ich habe meinen Ruhestand für dich aufgegeben. Du Schnacker. Unfassbar, dass mein Onkel der Prowler ist. Unfassbar, dass mein Neffe seinen Hals für ein Handy riskiert. Machen wir weiter. So, wir können auch, also ich finde, ein paar Sachen haben sie sich von Far Cry so ein bisschen abgeguckt, würde ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Far Cry das Ärzte gemacht haben, aber hier solche Sachen, ne, so die Gegner markieren, dann die Türme, wieder auflösen oder so allgemein so Open World. Oh, ich wurde entdeckt, na gut. Oh, Junge, ey! Wie soll ich denn schießen, wenn ich ihn nicht sehe? Wir haben noch mal. Das trainiert! Bleib ruhig hier! Such weiter! Ich hab dich Alter, ich bin am krepieren, yo. Es ist gar nicht mal so einfach, Swag zu haben. Los, versuch doch aufzustehen. Oh, ich habe gerade die scheiße Fernzünder an ihm dran gehangen. Danke. Das Silo ist auf der anderen Seite der Abschirmung. Über das Terminal kannst du es öffnen. Oh, die Monitor, die schön hat hier immer noch funktionieren. Was ist denn das für eine Technologie? Ist das so wireless? Ist das diese wireless mit Akku betrieben? Schön. Toll, sowas hätte ich auch gerne immer. Das wäre auch mal was klasse hier. Der eine sieht etwas aus wie Knuspern. Nee. Moment. Oh, Hecken. Es gibt weitere Labore in der Stadt. Hack, hack, hack. Und in jedem ist ein Nuform-Reaktor. Nuform hat Rick krank gemacht. Ich muss sie abschalten. So, damit haben wir nämlich noch mehr freigeschaltet, was wir freischalten können. Okay, upsala. Geh weiter. Die Security ist gleich da. Ciao. Sie wissen, dass jemand am Reaktor ist und versorgt die ganze Anlage. Das Handy liegt ganz da unten. Natürlich. Ich muss irgendwie an dem Ventilator vorbeikommen. Und an den Kerlen da. Denk dran. So. Lass dich nicht schnappen. Sehr gut. Versuchen wir dann nochmal ein bisschen zu lauern hier. Dieser Sektor ist sicher. Dieser Sektor ist sicher. Machen wir erstmal hier den Check. So, da war noch einer. Kannst du den mal nehmen? Aber den kann ich mal eben hier rauslauern. Gerade ist keiner da, der guckt. Ich wusste, ich schaff das. Ja, du bist schon Gangster, da hast du recht. Du bist ein kleiner Gangster. Das ist auf jeden Fall. Roxxon hat schon genug schlechte PR. Meinst du? Einfach keine Chance. So, hier. Unsere Forschungsab. Ciao. Tschüss, geht's. Hau rein. Mach's gut. So. Das war's. Das war aber knapp. Da ist nämlich nur einer. Schnapp ich mir auch mal. Da müsste die Etage eigentlich safe sein hier. Hi, Genki. Ich
Ich wollte nur hören, ob du verletzt bist oder, naja, tot. Danke. Mein Onkel hilft mir gerade ein bisschen. Der Typ von der U-Bahn? Ja. Und er ist auch. Kennt man, ne? Mein Onkel hilft mir auch immer öfter bei solchen Geheimagentenaktionen. Der Prowler? Der Dieb in den lila Klamotten? Ex-Dieb. Wir sind keine Partner. Das ist eine einmalige Sache. Dein Onkel ist der Prowler. Wahnsinn, Mann. Also, echt Wahnsinn. Ich weiß. Ich muss los, Genki. Ich erklär's dir später. Muss wachsam bleiben. Der ist gefährlich da. Der muss als erstes weg. Habe ich noch. Komm mal her. Komm, put, lauern. Ciao, hau rein. In den Sack getreten und schön. Das ist doch immer so einfach. Okay. Keine Chance. Lauern. Los. Zack! Nicht schön mit dem Gesicht, als ob den hat betäubt. Er hat einen fetten Helm auf. So, ist fertig, ne? Ah, ne, da sind noch zwei Alter. Die mal, ja komm, wir machen die alle lauer, ne? Alle lauer. Mr. Lauer, lauer. Vielleicht gibt's irgendwie einen Bonus dafür oder so. Nimm dich vor Spinnen in Acht. So, das ist der letzte, meine ich. Hau rein. So. Du musst dich beeilen, Neffe. Ich versuche die Kameras und den Alarm anzuschalten, damit nicht noch mehr kommen. Zerstör die Kabel über den Ventilator, dann stoppt er. Kabel über dem Ventilator. Die da? Ich muss den Ventilator deaktivieren. Okay. Die Ventilatorsteuerung. Ah, okay. Ach so. Ja, Sekunde. So. Kabel. Jabadabadu! Das ist ein ziemlich großer Ventilator. Bisschen Angst gerade, da runter zu gehen. Da ist er denn, die Leute. Gott sei Dank hat sie ihr Smartphone wieder, hör mal. Die Batterie ist fast leer. Da kannst du mal sehen. Bitte nicht explodieren. Super. Okay. Ich wünschte, das könnte ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass die Spider-Man-Games doch so viel Spaß machen. Ja. Okay. Ich wünsche, das würden viele, viele mehr wissen. Weil heute ist ja eher so, ey, schränke Knusperl da ohne mich. Ohne Knusperl, ohne mich, hör mal. Aber schön, dass ihr trotzdem da seid, ihr Süßen. Du siehst, wie es mir geht, oder? Machen wir die Welt sicherer. Bereit? Bereit. Überschreibung beginnt in 3, 2. Das kenne ich selber noch nicht. Für ihn. Das war ich nicht. Wirtschaftssabotage, Rick. Wirklich? Wir sind irgendwie so ein Fernsehmoderator, so Oliver Geissen. Toteningenieur. Du fällst für uns unter Geschäftskosten. Nein! Oh nö. Ich kann's stoppen! Ich dachte, die haben Akku. Nein! Phil! Nicht den Sinn! Hier drin ist noch jemand. Finde ihn.
wollte Menschen retten. Und Krieger tötete ihn. Ich muss ihren Plan zu Ende bringen. Onkel Aaron, kannst du den Reaktorschild von deiner Position aus entsperren? Warum? Du hast das Handy. Verschwinden wir. Der Reaktor hat meinen Freund getötet. Er muss abgeschaltet werden. Für immer. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Onkel Aaron? Na tun. Okay. Junge. Bleib zurück. Danke. Oh, shit. Wow. Reinfassen! Genau wie der Generator draußen. Muss reinpacken! Miles, bist du okay? Du musst sofort da raus, Mann. Kannst du laufen? Simon Krieger hört sich so an wie ein böser Keflom aus dem Paralleluniversum. Los! Oh shit, das schmerzt an den Nieren, hör mal. Ich echt nichts gerade. Hat er mal wieder übertrieben. Heil dich, Junge. Das Handy. RIP. Kann Energie nicht halten. Miles, melde dich, Kleiner. Bist du okay? Naja. Ich fühle mich, als hätte mich ein Zug überfahren. Aber wenigstens ist der Reaktor aus. Du bist fast raus. Schnell. Ich brauchte unbedingt das Handy. Was soll ich jetzt nur tun? Komm schon, ich bin zu weit weg, um dir zu helfen. Ach du Scheiße. Zurück, wir nehmen dich in Gewahrsam. Digga, chill mal. Okay. Ja, ja. Ach, entwaffnen. Okay. Wir sollen dich gefangen nehmen. Wieso? Was wollen die? Dich studieren, dich verhören. Keine Ahnung, ganz egal. Lass es nicht zu. Weiter so! Was sollen die mich jetzt festnehmen oder nicht? Hawks und Gegner benutzen Venom-Unterdrückungstechnologie, durch welche bei manchen Angriffen Miles Venom Fähigkeiten kurzzeitig blockiert werden. Das ist ja sehr schlau von denen, dass sie sowas haben. Uff. Uff. Ergib dich sofort. Loser. Ach scheiße, jetzt habe ich schon wieder hier so ein... Au. Was bist du ohne dein Schild? Schildlos. So. Ich nehme hier keiner fest. Wow. Das war super coole Tarntechnik. Das. Du gehst nach links. Ich gehe nach rechts. Oh, bin schon dran. Okay. Ja! Wir erledigen die Kerle! Darüber mache ich mir keine Sorgen. Eher darüber, was nach dem Ganzen hier passiert. Krieger wird hinter uns weit näher sein. Lass das mal sein mit deiner Granate da. Gib endlich auf! Au, watsch. Du Lulatsch.
ausschalten! Ich drücke mal L1, L2, um da hinzukommen, aber es ist eine ganz andere Taste. Weggesnackt. Boah! Was? Irgendein Zug kommt. Du musst untertauchen. Vertraue niemandem und nimm die Maske nicht ab. Warte, bis Roxxon sich ein neues Ziel sucht. Guter Tipp, wo sie beide ohne Maske auf der U-Bahn draufstehen. Finn finden. Deine Freundin ist Tinkerer. Deshalb liegt dir so viel an der Sache. Nicht nur deshalb. Ich. New York zu beschützen ist mein Job. Benutze Finn. Sag ihr, du willst dem Underground beitreten. Dachte, ich soll die Maske nicht abnehmen. Sag ihr nicht, dass du Spider-Man bist. Geh als ihr Freund zu ihr. Das ist ganz schön hinterhältig. Was soll man sagen? Du wirst dich wundern. Die Leute werden dumm, wenn sie jemanden mögen. So wie du gerade dumm bist. Wenn ich die Wahrheit sage. So wie ich deinem Dad? Ich dachte, er unterstützt mich. Als mein Bruder. Aber er warf mich raus. Hätte ich nichts gesagt, hätte ich vielleicht noch Familie. Du weißt, was zu tun ist. Mein Rücken! Juckerreiz. Und jetzt guckt euch den smoothen Übergang an, Junge. Das ist einfach smooth Mac Jagger, Alter. So! Okay, ich sollte Finn anrufen? Nein, ich habe Zeit, um nach der Stadt zu sehen. Ja. So. Miles, weißt du, wie viele Follower du hast, seit die App live ist? Echt 10. Irre. Ich habe ein bisschen gerechnet und ich weiß ja, dass du keine Werbung willst, aber vielleicht sollten wir... Nein. Gut. Nein, natürlich nicht. Ich meine nur... Und? Hast du Finns Handy gefunden? Ja, aber es ist geschmolzen, als ich Energie aus einem Nuform-Reaktor absorbiert habe. Was? Und du bist nicht tot? Kurz dachte ich, ich wäre es. Aber dann entlud sich die Energie in einer Art Mini-Explosion. Das Labor ist glücklicherweise noch heil. Mann, ich muss mir mal Notizen zu deinen neuen Kräften machen. Und was machen wir jetzt? Onkel Aaron meinte, ich soll Finn sagen, dass ich in den Underground will. So komme ich ans Nuform ran und kann sie nicht mehr... was auch immer. Oh, du lügst dir ins Gesicht? Finde ich auch nicht cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nicht schön. Aber ich habe keine andere Spur. Mhm. Weißt du, was wir brauchen? Sag nicht eine Pro-Kontra-Liste. Eine Pro- und Kontra-Liste, ganz genau. Ich muss jetzt los, Mann. Schon klar. Tja, viel Glück. Ruf an, wenn du mich brauchst. So, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal hier so ein paar Kleinigkeiten. Ne, so mal so Kisten sammeln oder so. Storymäßig würde ich sagen, sind wir durch. Und dann wechseln wir nachher nochmal das Spiel so ein bisschen, ne? Weil ich sehe, das Interesse ist leider auch nur begrenzt hier leider. Werde ich sehr schade finden, muss ich ganz ehrlich sagen. So, lass mich mal kurz gucken. Da ist die Kiste. Also ich stehe hier dann so. Nein. Und es geht wieder los. Eine Katastrophe in unserer Stadt. So. Explosionen, ein Brückeneinsturz, Schüsse inmitten der Rush-Hour. Da haben wir es. Gottlob gab es keine Toten. Aber Gottlob. So was, wenn das ein paar Tage was machen wir denn noch? Sollen wir noch irgendwas machen? Hier kommen die Kiste holen wir uns auch noch. Dann wird aus einer Katastrophe. Die normalen Kisten sind halt eigentlich relativ einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber jetzt hier diese, die wir letztens da freigeschaltet haben, ne?
in der vorletzten Mission. Das ist doch ein bisschen was kniffliger, muss ich mal sagen. Das ist wahr. So. Bis Spider-Mans verzogener Schüler auftauchte und alles und, alleine regeln wollte. Und was passierte? Er machte alles nur. Ja gut, das ist ja jetzt hier. Das war ja jetzt, wird schon wieder kein Problem. Aber mit den Erweiterungen können wir quasi unsere, apropos, ist jemandem aufgefallen, hier, was war das? Da, diese Modifikation verbessern. Ich glaube, ich weiß warum. Hab ich noch einen zweiten Platz? Der im Laden so tut, als wäre das Kind, das gerade ausrastet, nicht seines. Aber wir wissen, der Apfel fällt nicht weit vom Netz. Der Apfel fällt nicht weit. Ja. Ist ja gut. Beruhig dich. Der ist aber auch ein aggressiver Kerl. Wenn Gegner mit Venom-Angriffen besiegt wird, kostet der letzte Schlag keine Tarnenergie. Ja. Erhöht den Wirkungsbereich von Venom-Schmetter. Okay. Verdoppelt die Zeit, in der Venom geschockt sind. Da, das finde ich gut. Das nehmen wir mal. Habe ich noch einen? Habe ich. Ansparen von Finishers finde ich auch gut. Nehmen wir auch mit. Gut. Na komm, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ja, für Spider-Man. Schön, dass ihr trotzdem noch teilweise zugeguckt habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal was anderes zu spielen. Wir werden uns gleich nochmal ein anderes PS5-Spiel angucken. Machen vorher eine kleine Pause. Ja. Bist du okay? Ja, warum fragst du? Sie ruft gerade an. Die Demo deiner Mom war in den Nachrichten. Uns geht's gut. Hast du vielleicht Zeit für einen Kaffee? Kann ich mir nehmen. Es gibt ein Café auf der Edison, beim Fisk Tower. Die haben zwar keinen tollen Milchschaum, aber dafür hat man seine Ruhe. Lohnt sich. Schön Milchschaum. Okay, wir treffen uns da. Schön Milchschaum, jo. Dort werdet ihr wohl dann selber rausfinden müssen, wie das so ist. Bei gefährlichen Kriminellen einschleichen. Cool, ja. Cool. Genau. Cool. Nee, aber wie gesagt, von mir, meiner Seite aus eine ganz klare Empfehlung, wer die PS5 irgendwann hat in naher Zukunft, gönnt euch dieses Spiel. Es macht unfassbar Spaß und vielleicht ist es jetzt nicht der Kracher beim Zusehen. Das kann ich natürlich jetzt nicht entscheiden und vielleicht ist es auch hier der falsche Ort gewesen für dieses Genre. Finde ich sehr schade, aber vielleicht auf YouTube, vielleicht beschert ihr mir da ein bisschen Interesse. Das kann natürlich sein. Wie gesagt, wir machen gleich eine kurze Pause, spielen dann nochmal was anderes und wie gesagt, auf YouTube, ne, macht das schon mal gut. Ne? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das war der Vergleich. Spider-Man und Spider-Man Miles Morales. Direkter Vergleich. Finde ich schon krass. Krass, was sie aus dem Spiel noch alles rausgeholt haben. Und ganz besonders, was die mal eben aus dem Arm schütteln hier mit der neuen Konsole. Hammergeil. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und tschüssi. Oder im nächsten Video. Ne? Tschüss.